Scheiß verfickte Spidans, ich hasse euch. Bitte lasst mich in Ruhe, Mauri. Willkommen zurück beim Borderlands mit schönem Gefluche direkt am Start der Folge. Ja, so und nicht anders. So und nicht aber anders. Aber nur weil es Spidans sind, sonst nur sind wir ganz anständige Typen. Genau. Und kultiviert reden. Kultiviert reden. Wir könnten reden. Auch sagen, liebe Spidans. Wir sind du, deine Franzosen. Sorgen tangieren mich. Tangiere mich peripher. Genau. 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 So, also, nee. Scheiß SMG auf dem Boden gehabt. Stirb. Ja. Stirb. Stirb. Du kleine Nutte. Checkpoint nicht vergessen, das war schon manchmal unser Fehler. Mir hat's einmal schon passiert. It's ready, Mori, it's ready. It's ready für den Scheiß. Oh yeah. Ich wollte Skag Hive sagen, aber ich hab's einfach nicht gemacht. Man hat's gemerkt, hat es aber gut getan. aber irgendwie finde ich, der Fight hat was. Ich finde ihn episch geil. Weißt du was? Ich kümmere mich um die Rex. Die Drax, weil ich das so schön kann. So, ein Auge ist schon zerplatzt. Echt? Nicht schlecht. Ich sehe noch keins zerplatzt. Und du machst das sehr gut, Mauri. Woher kommen diese Drax? Seh sie nicht. Stirb, Motherfucker, stirb! Ich hab zu wenig Streuung. Oh, weißt du, was ich liebe? Was? Und was ich ganz vergessen habe, wenn ich jemanden töte, habe ich unglaublich heftige Feuerrate mit dem Raketenwerfer. So wie du mit deinem MG, so ungefähr. Ich hab mit allem mehr Feuerrate, das ist das Lustige, nicht nur aber mit MGs. Ich hab extreme Feuerrate. Die, Rackhive, die! Er ist nicht stark. Und es ist nicht kompliziert, gegen ihn zu kämpfen. Aber ich finde, der Kampf hat das. Er ist einfach groß. Er ist einfach groß und eklig. Und jetzt platzt er auf, warte. Immer schön. Ja, nice. Gedärme! Das Coole ist, das Zeug tanzt noch so ein bisschen rum. Ja, nice, guck. Er lebt noch. Er atmet noch. Stimmt, aber nicht mehr lange. Wieso platzt er am Schluss auf? Das ist so unlogisch irgendwie. Guckst du gerade seinen Anus an? Ich liebe seinen Anus. Das ist echt ein Pervers. Ey, Berserker. 66% Nahkampfschaden. Endlich mal ein Berserker-Skill. Der ist nicht schlecht. Ja, der ist nicht schlecht. Ich glaube, dann kann ich auch ein bisschen besser mit meinem Berserker arbeiten. Warte mal, hier hinten. Ah, guck mal, hier. Guck mal, Mami, wo ich bin. Ich reite aus dem Elefanten. Yeah. Und das Lustige guck mich ist, jetzt an, gefälligst. Warte. Hab gesagt, guck mich an, wie ich auf dem Elefanten reite. Ich hab gar nicht gewusst, dass das geht. Ja, das geht. Jetzt weißt du es. In den Gedärmen rumlaufen. Hier müssen wir gut umschauen. Uns gut umschauen, weil es könnte sein, dass da versteckte Kisten sind. Solche, die wir nicht in- und auswendig kennen. Ja, weil die halt am Rand sind und die du verdrängt hast. Ja. Solche Sachen verdrängst du einfach. So eine Automatik in deinem Kopf. Ah, nicht wichtig, ist am Außenrand. Ja. Ich gehe nicht dahin. Löschen, Information. Löschen. Komm, ist nee, jetzt deine. Kommt ein Rack raus. Ah, stimmt. Wenn wir davor laufen. Genau. Was ich auch nie verstanden habe, wieso. Dann Feuerrack rauskommt. Einfach so, zum Spaß. Weil er findet, hey, hier bin ich. Und wenn du jetzt überlegst, das ist ja ein Rackhive. Das heißt, jedes Mal, wenn so solche Dinge aus dem Boden geschossen kamen, waren sie in solch einem Ding drin. Ja. Und die sind immer in der Erde vergraben. Das ist extrem hässlich, daran zu denken, wie viele wir schon begegnet sind. Ich hab grad gedacht, ich sterbe jetzt. Aber nein, ich bin nicht gestorben. Er kann ja im Wasser laufen. Schwimmen aber wahrscheinlich nicht. Also können wir okay, jetzt... Okay, doch nicht. Okay, gut. Ja, aber sind das nicht eher tote Dinger?
In den Boden. Nicht unbedingt. Vielleicht machen sie einfach einen Winterschlaf. Das okay. War auch die Geschichte von Borderlands eigentlich. Die anfangs, die... Oh, Feuer. Die oh. die Pandora kolonialisiert haben. In dieser Zeit war Winterzeit. Okay. Und alles war gefroren. Und dann dachten sie, oh, da hat's keine Viecher. Dann ist plötzlich der Winter weg gewesen. Alle sind aus dem Winterschlaf erwacht nach 7 Jahren. Und dann waren plötzlich Skags da. Oh nein. Und das Ganze ist ausgeartet. Oh nein. So war die Geschichte von Pandora eigentlich. Okay. Weil sie halt mit den Tieren nicht gerechnet hatten. Und da starb er ganz todesmutig. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich muss unbedingt, wenn wir das nächste Mal einen Livestream machen, muss ich das Heft wieder ausgaben, weil ich hab's noch. Ich sollte es noch haben. Ich habe es, glaube ich, nie weggeworfen. Wo Borderlands das erste Mal vorgestellt wurde. Rahm es ein, bitte. Das ist so geil. Eigentlich müsste es wirklich einrahmen, ja. Mit wirklich ohne Shader-Look. Das ist so lustig. Und ja. mir ist es erst viel später irgendwie klar geworden. Shit, das ist ja Borderlands, was ich da mal gesehen habe und so gefunden habe. Shit, das sieht voll geil aus. Weil damals... Das war 2004. Ja, ja. Es hat dann auch wirklich nochmal zwei, drei Jahre gedauert, bis es dann schlussendlich rausgekommen ist. Also Borderlands. 2010. Also sogar noch länger. Ja. Das ist krass, ey. Das ist sehr krass. Ich glaube, am Anfang hatten sie wirklich nur so ein bisschen Trailer gemacht. Trailer habe ich nie gesehen. Ja, aber das war eben, die Grafik war vom Trailer. Den haben wir auch schon gesehen. Wir haben den Borderlands-Trailer auch schon gesehen. Echt? Ja. Und das ist halt vom Trailer. Also es hieß da auch schon, also das ganze Konzept war da und so. Es hieß auch schon, die Raider und alles sah eigentlich schon aus wie jetzt, einfach ohne Shader-Look. Ja, aber das Spiel war lange nicht fertig. Ja, ja. Aber trotzdem ist es schon krass. Sie haben sehr lange daran gearbeitet. Ja, aber so eben, dass du so früh eigentlich schon ein Spiel vorstellst und das dann eben... Dann so spät wollen wir nicht hier nach links. Ist da nix? Noch nicht. Aha, komm, müssen wir nochmal zurück. Ja. Immer zurück. Und jetzt wieder zu dieser anderen blöden Krampe. Ja, wir müssen wieder nach New Haven zurück. Geh aus dem Menü raus. Nee, wir brauchen kein Auto. Nö, das können wir ausnahmsweise auch laufen, auch wenn wir faule, fette Amerikaner sind. Diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Scheiß Claptrap regt mich auf. Wieso? Okay, nee, er ist cool. Hey, hier, willst du ein bisschen gegen Spider-Man? Nein. Wir mögen diese Dinge doch. What we don't do. This is what we don't do. Oder nein, da du. Oh nee, Nando. Call of Duty! Call of Duty! Call of Duty, ich glaube, das ist eine Call of Duty. Wird auf jeden Fall Titanfall. Was wird's? Das neue Call of Duty wird da. Titanfall wird das neue Call of Duty. Aha. Ja, gut, weißt du, was lustig ist? Titanfall läuft auf das. Wolf Engine. Genau, das Source Engine. Source Engine, genau. So lustig. Fände ich auch nicht einmal. Frostbite. Also nicht Frostbite? Das finde ich so weird. Frostbite ist halt DICE. Und mit der Source Engine konnten sie experimentieren, was mit anderen nicht so möglich ist. Okay. In diesem Sinn. Du hast mir den dritten Kammerschlüsselfragment gebracht. Das Set ist jetzt fast vollständig. Nicht ohne mein Klappe. Sobald der Kammerschlüssel vollständig ist, führt es zu unserem Standort der Kammer. Es fehlt noch ein Fragment. Um meinen Quellen zufolge befindet er sich im Besitz von Baron Flint. Er lebt auf einer riesigen Ausgrabungsmaschine in den Salt Flats. Einen Moment noch. Das Tor zu der Stadt Flats, zu den Salt Flats wird sich erst öffnen, wenn du den dummen kleinen Claptrap-Pförtner gefunden hast. Meine Quellen zufolge wird er in Old Haven festgehalten, so dass du ihn dort erst befreien musst. Andernfalls werden wir hier festsitzen. So ist das halt gewesen, genau. Hey, willst du einen Runner kaufen? Hier ist einer für Sale. Oh, geil! Geil! Ich leih mir die lieber von Scooter und schrottest sie alle. Genau. Yep. Die Kiste, Ritual. Ja, logisch, gay. Ich öffne die da vorne. Na, ha! Gay! Ho! Gay! Ups!
verpasst. So, und hier raufspringen. Hier raufspringen. Hier raufspringen. Gut. Schaffst es. Ja, du mit deinen Racks, die du immer vernichtest. Ja, ich liebe die. Oh shit, wie er gefallen ist. Oh, oh. Nee, schlecht. Schlecht. Schlecht, ich lass die liegen. Lass die liegen, ja, okay. Was haben wir hier? Bei mir habe ich alles gehört, auch Schrott. Sieh dir den Scheiß an. Sieh dir den Scheiß an, das ist wirklich ein Scheiß. Warte, den Blau nehme ich mit. Aber um ihn zu verkaufen. Ja. Einfach das Prinzip. Ich höre jemanden ausrasten da vorne. Der war nicht extra. So viel Steroide! Hast du etwa Steroide gesagt? Nein. Ich nehme ein bisschen Hormone, aber Steroide nicht. Nein. Das ist natürlich. Genau. Das ist alles selbst trainiert, ne? Ja. Jetzt hat es gerade so ausgesehen, als ich zu dir rüber geguckt habe, als hättest du einen Rack aus dem Raketenwerfer geworfen. Ja, eh. Also ab nach Old Haven. Ja, direkt nach Old Haven. Old Haven ist hier unten eben, wie schon gesagt, die Reihenfolge ist echt zum Kotzen. Yay. Wieder am Shop vorbeischauen. Ja, immer. Der Berserker-Skill 60%. Apropos Berserker-Skill. Es hat ganz viele Berserker-Skills gerade hier. Ich nehme meine Abkürzung wieder. Apropos Berserker-Skill, es ist mal wieder Zeit, meine Unterhosen zu wechseln. Ach je. True das that, true that. Das hört sich nie besser an. Nope. Ah ne, hier war das, genau. Hier. Dann hier aufs Vordächchen drauf. Wenn ich schaffen würde. Okay, I'm ready. Let's fight. Ich hab's eben vorhin auch nicht geschafft. Es geht. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Komm, lass zusammenbleiben. Okay. Kämpfen wir uns einfach durch. Ja, hier. Einfach hier um die Ecke. Okay. Die Tür, die Dings sind noch offen. Vielleicht tauchen auch keine. Okay, so viel dazu. How about he's dead? Hauptsache, ich ist tot. Los. Ich sehe einfach zwischendurch einfach so: Migräne Mike hat Kiste geöffnet, so 15.000 Mal hintereinander. Weil ich immer so viele öffne. Ja. Da lagen noch die Waffen von vorhin. Ohne Scheiß, wir sind einfach zu schnell. Mehr. Alter, du bist fast tot und wagst es, um ein Scheiß geschützt, um in Deckung zu gehen. Was für eine Nelke, hey. So eine richtige Nelke. So eine richtige alte Nelke. Gewürznelke. Was ist der Claptrap hier, oder? Ne, wo ist er? Hier hinten, nicht? Der war doch... davor. Ne, wir müssen zuerst den... nach hinten? Den da befreien, ja. Du lockst uns mich immer ins Verderben, Mauri. Wobei, jetzt bin ich jetzt noch nicht... Was? Nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht gestorben. Boom, bin ich tot. So, Claptrap. Befreit. Und jetzt? Aber ist hier nicht sogar ein kaputter oder so? Ja, aber der taucht erst jetzt auf. Du bist nicht tot. Wo denn? Hier hinten, oder? Warte. Danke, Fremder. Ich würde ja in ein Liedchen. Ich würde dir ein Liedchen einen Ehren zwitschern, aber dann würde ich Crimson Dance mich hören und uns beide töten. Weißt du, sie hassen Musik. In Ordnung. Dann sehen wir uns später am Tor nach Saltplatz. Bis dann. So, das letzte Fragment habe ich jetzt aktiviert. Hä? Jetzt hat, ist Tenny. Ten ist einfach. Psst, psst, psst. So! Clap, clap, reparieren! Reparieren! Und das müssen wir. Da in der Mitte ist eine. Zeit zu sterben, Ingenieur! Hinter von dir weg! Cool. Danke! Bitte? Der war nicht schlecht.
So, wir müssen irgendwo rauf. Muss ich da tausende von Kisten öffnen? Bei mir hat die Musik aufgehört und irgendwie noch mit Ärgerstätten. Was? Wieso das? Zu viel Ärger. Meinst du das etwa ernst mit Ärger? So. Ah. Was war hier? Nerv mich nicht. So. Ja, irgendwo da oben war's. Ja, voll. Sehr markiert eigentlich. Aber guck mal hier, zwei Opfer. Zwei Opfer für mich! Zeit für mein Geschützturm. Nee, da, keine Ahnung mehr. Es ist hier hinten oben. Ich bin ah, da. Ja, genau. Jetzt musst du rüberspringen. Geht das von hier? Oh. Ah, hier hat sogar noch eine Kiste. Genau, gehabt. Darum wollte ich da hoch. Und hier ist das Reparaturkit. I got it from my mama. I got it from my mama. Check it out. Da, da. Check it out. Na, 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 na. Nein, nein. Ha, na, 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 nein, nein, nein. I got it from my mama. Nein, nein. My humps? Nein. My humps? My nein. Baby little humps. Check it out. Nein. Nein, nein. I got it. Ah, oh, shut up, man. So. So, Rettung. Yay, ein Speicher-Update. Ein Starter-Up, was ein... Speicher-Upgate. Yep. So, gleich ausrüsten. Tor infiltrieren. Heißt dieses Ding echt Tor? Ja. So wie der Donnergott? Wie der Donnergott. Macht wie der Dönergott. Wie der Dönergott. Wir müssen der macht keine Kiste auf, ne? Wieso? Weil hier noch eine Kiste ist. Die wir verpasst haben. Ja, die schwerste von allen. Für mich kein Problem. Ja, weil du springen kannst. Hui. Spring nicht, Mauri, spring nicht! So. Darüber musst du. Worüber? Dort. Wo? Links, aha. Nee, ich schaff den nie. Ich schaff den nie. Der ist echt zum Kotzen. Da musst du ganz vorsichtig sein und. Komm! Ah, ich schaff den nie. Der ist echt zum. Kotzen! Okay, ich versuch's mal. Boah, hier ballert immer noch einer rum. Warte, warte. Ey, ich hab ne Idee. Ah, nee, das geht nicht. Was, dich mit dem Raketenwerfer abballern? Ja! Nice. Geht doch. Jetzt einfach nicht runterfliegen. Ich weiß nicht, ob hier sogar eine Kiste wäre. Da ist auch eine. Du musst rüberkommen, sonst geht das nicht. Weil es sind zwei. Okay. Hier. Huh. Ah, im Berserker so. Bin ich noch besser. Und jetzt gehst du die rechts holen. Die rechts? Wo ist die rechts? Nee, da gerade. Nein, du bist richtig, du bist total richtig. Schau doch mal den Geländer runter. Nee. Da. Rechts. Da, ja, wo du bist. Genau da, runter. Ah, okay. Ich muss die schaffen. Nein. Lame. Logisch, aber Hauptsache Kisten. So. Hauptsache Kisten. 3 Zilliarden. Okay. Kisten. Nee, eine MP, das sah aus wie ein Raketenwerfer. Weil meine Raketenwerfer so klein sind. Ich glaube, ich schieß jetzt nur Salven. Nee, niemals. Was? In diesem Spiel gibt's nur eins. Dauerfeuer. Abenteuer. Abenteuer Dauerfeuer. Jetzt im Kino. So, ja, gerade weiter. Wir müssen noch zu Crazy Earl, er hat noch eine Mission für uns. Ja, holen wir dann in der nächsten Folge. Auch beim schwarzen Brett müssen wir nochmal vorbei. Okay, aber ja, das stimmt. Gibt es in der nächsten Folge bei Borderlands! Borderlands! Tschüss!